Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir testen heute einen Escobar Tabak für euch. Heute geht es um den Pesos. Viel Spaß! So, da sind wir wieder mit dem Pesos von Escobar. Eine weitere Sorte von Escobar, die wir jetzt für euch testen. Leute, wie schon beim letzten, 200 Gramm kosten 17 Euro, also ist damit vollkommen im Rahmen, wie die meisten Sorten ja ungefähr so im Moment kosten. Was soll das Ganze sein? Unter dem Namen kann man sich ja vielleicht nicht direkt was vorstellen. Es geht um Drachenfrucht und wir sind auf jeden Fall mal gespannt, ob die Jungs das umsetzen können. Ja, ich würde sagen, wie immer, der Warren fängt an mit dem Geruch. Ihr guckt euch bei mir noch ein bisschen den Rauch an und dann schauen wir mal, wie das Ganze riecht und ob da die Drachenfrucht auch gut durchkommt. Ja, beim Geruch muss ich eigentlich ganz klar sagen, es riecht einfach nach dem weißen Gummibärchen. Also ich rieche da jetzt nicht wirklich eine Drachenfrucht raus. Mich erinnert das irgendwie so leicht an einen Energy Drink. Und dann halt so irgendwie was Ananasmäßiges. Also nicht, ich weiß nicht, die Drachenfrucht ist doch nicht so ganz das, was es sein soll. Für mich eher so wirklich nach diesem weißen Gummibärchen gepaart mit so einer Energy Note. Riecht aber auf jeden Fall ziemlich lecker, macht auf jeden Fall Vorfreude aufs Rauchen und bisher riecht er für mich ganz gut, aber eben nicht nach Drachenfrucht. Ja, also muss ich mich leider anschließen. Ich finde auch, dass der nicht krass nach Drachenfrucht riecht. Wie du schon gesagt hast, der hat echt so eine Energy-Note und irgendwas von Gummibärchen. Manche sagen ja auch, Red Bull riecht auch nur nach Gummibärchen. Ist ja dann vielleicht auch so derselbe Eindruck. Ja, Drachenfrucht rieche ich auch nicht so krass raus. Ihr wisst ja, ich feiere im Moment extrem den Dragon Blood von True Passion und der, finde ich, trifft die Drachenfrucht auf jeden Fall viel, viel besser. Nichtsdestotrotz riecht der auf jeden Fall lecker und ja, wie du schon gesagt hast, Vorfreude aufs Rauchen ist ja auf jeden Fall da. Rauch, seht ihr ja, ne? Alles super. Was wir vorhin noch verschwiegen haben, aber ihr habt es ja schon im Kopfbau gesehen. Feuchtigkeit ist ein bisschen heftig, ist sehr, sehr viel Molasse drin. Ja? Also da könnten die Jungs noch ein paar Milligramm Molasse sparen. Und vielleicht noch ein paar Gramm Tabak mehr reinpacken und dann wäre das Ganze, glaube ich, besser ausgewogen und man hätte auch mehr Tabak davon. Aber ja, es raucht dann auch auf jeden Fall ganz gut. Ne? Ja, kommen wir da auf jeden Fall noch direkt zum Geschmack. Vom Geschmack her ist es auf jeden Fall unheimlich lecker, also mir schmeckt der sehr gut. Ich habe den jetzt erst seit kurzem zu Hause und rauche ihn eigentlich doch ziemlich gerne. Für mich ist es halt weiterhin eher so, dass es wirklich so Energy gummibärchenmäßig schmeckt. Das aber auf jeden Fall nicht schlecht. Das schmeckt halt sehr gut, aber eben halt nicht nach Drachenfrucht, wie halt auch schon beim Geruch. Aber es ist halt trotzdem so ein Tabak, so es ist sehr, sehr süß, sehr fruchtig und sehr frisch. Also ich würde halt sagen, ich würde halt auch beschreiben, es hätte so eine leichte Mentholnote. Es ist nicht wirklich kühlend, es ist nicht wirklich Menthol, wie man sie normalerweise aus anderen Marken und Sorten kennt, aber eben halt schon wirklich so fruchtig frisch, als würde man ein Gummibärchen gerade aufschneiden. Also es ist wirklich gerade so, als würde man... Schneidest du deine Gummibärchen immer auf? Natürlich. Okay. Ja. Dann habe ich die bis jetzt falsch gegessen. Ihr vielleicht auch, wer weiß es. Ja, aber Geschmack, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und ich finde ja, er schmeckt auf jeden Fall auch sehr, sehr stark nach diesem Gummibärchen-Energy-Geschmack, wie es auch schon gerochen hat vorher. Ich finde, er schmeckt nicht schlecht, aber für mich hat das irgendwie nicht viel mit Drachenfrucht zu tun. So. Und das finde ich natürlich ein bisschen schade, gerade weil mir Drachenfrucht an sich sehr, sehr gut schmeckt in Shisha-Tabaks. Ja, ist ein bisschen schade. Wie gesagt, Gummibärchen / Energy kommt da auf jeden Fall viel, viel mehr durch. Kühl finde ich ihn nicht wirklich. Also er hat auf jeden Fall, wie du gesagt hast, keine kühlende Note. Er hat so eine frische, fruchtige Note schon dabei. Aber ihr habt jetzt auf jeden Fall kein kühlendes Gefühl im Rachen oder sowas. Ja, ich finde ihn sehr, sehr süß, was auch wieder diese Gummibärchen-Note unterstreicht. Ja, ist eher so durchwachsen, würde ich sagen. Also ich bin nicht hellauf begeistert. Ich finde ihn jetzt aber auch nicht schlecht vom Geschmack. Und deswegen würde ich ihm 6,5 Sterne geben. Also er schmeckt ganz gut, er ist mir ein bisschen zu süß, aber er schmeckt leider nicht nach Drachenfrucht. Ich würde ihm allgemein sehr gerne sogar 9,5 Sterne geben, weil er halt echt gut schmeckt. Allerdings ist er eben halt keine Drachenfrucht, wie ich es mir gedacht und gewünscht hätte. Deshalb gehe ich auf die 8,5 Sterne. Und dann treffen wir uns wahrscheinlich einfach bei den 7,5 Sternen, weil er ist eigentlich ziemlich lecker. Es ist gut getroffen, aber nicht das, was drin sein soll. Also es schmeckt halt sehr lecker, aber es ist halt eben keine Drachenfrucht. Ja,
Ja, dann ja, machen wir das so. Treffen uns auf jeden Fall bei den 7,5 Sternen. Lasst euch nicht abschrecken, aber erwartet auch auf keinen Fall Drachenfrucht. Ansonsten werdet ihr wahrscheinlich enttäuscht, so wie ich, ja, als Drachenfrucht-Fan. Dann den zu rauchen ist schon so, irgendwie fehlt die Drachenfrucht. Keine Ahnung. Jo, ja, also, wer auf Gummibärchen steht, kann sich den auf jeden Fall mal gerne holen. Wenn ihr einen Gummibärchen-Energy-Tabak sucht, dann ist das wahrscheinlich auf jeden Fall eher was für euch. Drachenfrucht fehlt leider so ein bisschen, beziehungsweise geht stark, stark unter. Aber trotzdem 7,5 Sterne. Ja? Also Schnitt ist geil, Feuchtigkeit vielleicht ein bisschen zu viel. Geschmack und Geruch aber gut, aber leider knapp am Thema vorbei. Deswegen 7,5 Sterne von uns. Und dann soll es das jetzt auch mit dem Review gewesen sein. Leute, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo da. Vergesst nicht die Glocke und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha WG. Ciao.